Kommandozeile. Und Leute, seid ihr bereit für einen Banger? Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was uns jetzt erwarten wird. Leute, bevor wir starten, wisst ihr, dass 80% von euch nicht abonniert haben? Join den A-Squad, join die Party. Habt doch jetzt endlich mal ein bisschen Spaß hier. NF, The Search. How Could You Leave Us war schon ein Kracher für mich persönlich. Oh, voll dystopisch hier einfach. Mega dystopisch. Okay, oh, ich habe so das Gefühl, das wird wirklich so ein Nachdenksong, beziehungsweise was hinten ist, sehe ich hier einen Käfig, ich sehe hier schwarze Balance, ich sehe hier einen Hoodie, ich sehe hier eine Ripped Jeans und ich sehe einen Einkaufswagen in einer Vulkankraterlandschaft oder jedenfalls sowas, was danach aussieht, sehr, sehr dystopisch, sehr, sehr grau, grünfarben, irgendwie alles. Okay. Okay. Achso, auch kleiner Disclaimer, ne? By the way, das Ding ist ja auch hier, ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, ich muss nicht alles hundertprozentig verstehen oder nicht alle jede kleinste Anspielung und so, um zu sagen, dass irgendwie ein Song cool ist. Ist ja auch so, dass ich nicht irgendwie Astrophysiker sein muss, um zu sagen, hey, der Sternenhimmel ist schön. Oder ich muss jetzt nicht irgendwie die Zusammenhänge der menschlichen DNA komplett entschlüsseln, um zu sagen so, hey, hier habe ich ein Wunderwerk der Natur vor mir. Also darum geht es mir, erst so den Ersteindruck und dann diesen Deep Dive in das Rabbit Hole und es erfolgt so sukzessive und ich erlebe das zum ersten Mal mit euch zusammen. Deswegen vielen, vielen Dank, liebe Getraus, dass ihr hier mir so ein bisschen das Händchen haltet und mir die Infos gebt. Aber das soll auf jeden Fall auf die Experience rauslaufen. Nate, okay. Nate heißt der. Danke, Alpa. High Five. Ich brauche ein High Five Emote. Hey, Nate. How's life? I don't know. It's alright. I've been dealing with some things like every human being and really didn't sleep much last night. Oh. I'm sorry. That's fine. I just think I need a little me time. I just think I need a little free time. Little break from the shows and the bus rides. Yeah. Last year I had a Okay. Wie machen wir das? Ich versuche auf jeden Fall. Ich mach's einfach so, wie es will. Ich glaube, das ist das Beste und das Natürlichste. Ich habe eben schon gedacht, wir gehen auch kurz zurück. Danke, Alpa. Du hast gesagt, Nate heißt er und er spricht so von sich über sich in einem Dialog, was ganz witzig ist. Ich bin echt gespannt. Hey Nate, how's life? I don't know. It's all right. I've been dealing with some things like every human being and really didn't sleep much last night. I'm sorry. That's fine. I just think I need a little me time. I just think I need a little free time. Little break from the shows and the bus rides. Yeah. Last year I had a breakdown. Thoughts telling me I'm lost, getting too loud. Had to see a therapist and I found out something funny's going on up in my house. Okay. Krass. Das ist so nach dem Motto, hey, wie geht's dir so? Alles cool. Also der Dialog, so die inneren Stimmen im Kopf so. Und er sagt, ja, nur so, wie jeder irgendwie struggelt so. Aber hey, by the way, ich hatte letztes Jahr irgendwie so einen Zusammenbruch und hey, ich musste in eine Therapie und hier und so. Und hier funny in my house. Und ich denke, er bezieht das hier auf seinen Kopf, ne? Weil wenn er im Dialog rappt, so zwei Stimmen und hier funny, irgendwie so komisch irgendwie da oben drin in der Birne. Wow. Hey Nate, how's life? I don't know. It's all right. I've been dealing with some things like every human being and really didn't sleep much last night. I'm sorry. That's fine. I just think I need a little me time. I just think I need a little free time. Little break from the shows and the bus rides. Yeah. Last year I had a breakdown. Thoughts telling me I'm lost, getting too loud. Had to see a therapist and I found out something funny's going on up in my house. Yeah, started thinking maybe I should move out. You know, pack my car, take a new route. Clean up my yard, get the noose out. Hang up my heart, let it air out. I've been searching. What does that mean, Nate? I've been learning. Grabbing my keepsakes, leaving my burdens. Well, I brought a few with me. I'm not perfect. Looking at the view like this concerns me. Picking up the cues, right? I'm quite nervous. Hating when I lose sight. Life gets blurry and things might hurt me. It's probably gonna be a long journey, but it's worth it though. Stopp. Was macht ihr mit mir? Was ist denn das? Ey? Holy fuck. Okay. Hey, grüß dich. Oh, damn it. Ja, guck mal hier, du schreibst gerade, sein Kopf ist in der Tat ein Haus, mehr dazu im Song Mansion. Okay, muss ich mir auch nochmal reinziehen, aber dann lag ich ja gar nicht so falsch. Ne? Jemand hier oben da drin und so.
in der Birne, im Kopf. Auch hier relatable, komplett, oh, hey, diese, das war eben krass ein Schocker. Leute, was ist denn los? Hey, ich hoffe, ich bin, wie sieht's denn aus? Ist das Search? Steht es am Anfang chronologisch von irgendwas? Ich hoffe, ich bin jetzt nicht irgendwie mittendrin. Wobei, ich habe ja auch schon gesagt, so, hey, whatever. Ich war jetzt irgendwie mit How Could You Leave Us wahrscheinlich auch komplett woanders. Aber trotzdem, ist das hier irgendwie ein Intro? Ist das ganz am Anfang von der Diskografie oder so? Anyway, ich bin so gespannt. Anfang vom letzten Album. Okay, guck mal hier. Das ist doch schon mal ein Album. Some things like every human being and really didn't sleep much last night. I'm sorry, that's fine. I just think I need a little me time. I just think I need a little free time. Little break from the shows and the bus rides. Yeah. Last year I had a breakdown. Thoughts telling me I'm lost, getting too loud. Had to see a therapist and I found out something funny's going on up in my house. Yeah, started thinking maybe I should move out. You know, pack my car, take a new route. Clean up my yard, get the noose out. Hang up my heart, let it air out. I've been searching. What does that mean, Nate? I've been learning. Grabbing my keepsakes, leaving my burdens. Well, I brought a few with me. I'm not perfect. Looking at the view like this concerns me. Picking up the cues. Right, I'm quite nervous, hating when I lose sight. Life gets blurry and things might hurt me. It's probably gonna be a long journey, but it's worth it though. Cold world out there, kids, grab your coat. Spend a minute, I know, now I'm back to Rome. Looking for the antidote to crack the code. Pretty vivid, I admit it, I'm in classic mode. Don't pity given to me, but I can't condone. Talking down to me, I'ma have to crack your nose for cracking jokes. I'm looking for the map, the hope, you see that? Been making a whole lot of changes. Wrote a song about that, you should play. I get scared when I walk on these stages. Okay, was haben wir jetzt hier? Ihr müsst mir helfen. Okay, hier haben wir jemanden mit blonden Haaren auf einer Bank mit so einem Schaukel, mit so einem Einkaufsweglichen fährt er vorbei. Oh, ey, was ist denn das? Das Krasse ist, diese Drums, die da so reinknallen, beziehungsweise der Bass und so. Und what? Also, ich bin leicht verstört irgendwie. Ich finde auch, der erinnert mich jedes Mal an Eminem irgendwie. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ist so krass. What the fuck? For the antidote to crack the code. Pretty vivid, I admit it, I'm in classic mode. Don't need pity given to me, but I can't condone. Talking down to me, I'ma have to crack your nose for crack. Okay, das Mädchen ist aus einem vorigen Video. Okay, danke dir. Das ist nice. Pity given to me, but I can't condone. Talking down to me, I'ma have to crack your nose for cracking jokes. I'm looking for the map, the hope, you see that? Been making a whole lot of changes. Wrote a song about that, you should play it. I get scared when I walk on these stages. I look at the crowd and see so many faces. Yeah, that's when I start to get anxious. That's when my thoughts can be dangerous. That's when I put on my makeup and drown in self-hatred. Forget what I'm saying and where the beat go? Oh, ain't that something? Drums came in. Scheiße, ich hab mich immer voll erschreckt. That's when my thoughts can be dangerous. That's when I put on my makeup and drown in self-hatred. Forget what I'm saying and where the beat go? Oh, ain't that something? Drums came in, you ain't see that coming. Hands on my head, can't tell me nothing. Got a taste of the fame, it upon my stomach. Throw it back up like I don't want it. Wipe my face, clean off my vomit. OCD trying to push my buttons. I said don't touch it. Now y'all done it. I can be critical, never typical. Intricate with every syllable, I'm a cr- Okay. Es ist so absurd für mich einfach, aber okay. Oh yeah. On my stomach, throw it back up like I don't want it. Wipe my face, clean off my vomit. OCD trying to push my buttons. I said don't touch it. Now y'all done it. I can be critical, never typical. Intricate with every syllable, I'm a criminal. Intimate but never political, pretty visual. Even if you hate it, I make you feel like you're in it though. You call me what you want, but never call me forgettable. Leave you deep in Oh ey, jetzt mal ohne Witz. Ich finde das ein kompletter Banger, ich weiß nicht. Also ich meine, wie gesagt, Geschmäcker sind ja auch echt verschieden. Ne? So, aber für mich persönlich, als alter Typ, der so draufsteht, wenn es einen epischen Build-up gibt, wenn irgendwie ein Song irgendwie progressiv wird, so, ich finde es so krass. Also ich weiß nicht, ich finde, es hebt sich komplett ab. Ich weiß nicht, wie alt der Song ist, aber ich könnte mir vorstellen, als der gedroppt ist, sind noch ein paar Köpfe explodiert, oder? Jetzt mal ohne Witz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand jetzt vorbeigeht und sagt, oh, das ist ein alter Hut, das habe ich alle schon gehört. Also für mich klingt es komplett fresh. Ich meine, okay, ich kann es jetzt auch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, wenn das irgendwie droppt oder so, said don't touch it, now y'all done it. I can be critical, never typical. Intricate with every syllable, I'm a criminal. Intimate but never political, pretty visual. Even if you hate it, I make you feel like you're in it though. You call me what you want, but never call me forgettable. Leave you deep in thought, I can never swim in the kiddie pool. Wait it, I've been thinking the cinematic is beautiful. Man, I don't know if I'm making movies or music videos. Videos. Yeah, the sales can rise, doesn't mean much though. When your health declines, see we've all got... Es ist so absurd. Also ich weiß nicht, wie gesagt, ich müsste mir vielleicht nochmal die Lyrics on detail angucken, ne, was er gerade gemeint hat. Ne? So, wenn irgendwie die Verkaufszahlen steigen, so
hat es irgendwie nichts zu bedeuten, so, wenn aber deine Gesundheit darunter leidet. Und ich denke, er meint damit die mentale Gesundheit. Oder vielleicht beides. Holy shit, auch ich muss mal gleich eine Referenz reinwerfen. Kennt ihr von Bring Me The Horizon einen Song? Shit, war das ich glaube Drown war es nicht. Nee, es war ein anderer Song. Aber welcher war das hier mit My Demons hier, ne, wollen auch hier unter Wasser halten, ertrinken so, aber meine Dämonen können schwimmen. Fuck, ich weiß es nicht, mir fällt nicht mehr, aber ihr wisst, was ich meine, wenn ihr den Song von Bring Me The Horizon kennt. Das war so ähnlich, ne, so dieses, hey, es gibt irgendwas, was in dir drin ist, was du versuchst zu unterdrücken, so, aber hey, ne, oder Wasser zu halten, so suffocate und so, und zum Schweigen zu bringen. Ah, Can You Feel My Heart? Ich glaube, das war's, ne? My demons know how to swim. Got something that we trapped inside that we try to suffocate, you know, hoping it dies, try to hold it underwater, but it always survives, and it comes up out of nowhere like an evil surprise, and it hovers over you to tell you millions of lies. You don't relate to that, must not be as crazy as I am. The point I'm making is the mind is a powerful place, and what you feed it can affect you in a powerful way. It's pretty cool, right? Yeah, but it's not always safe. Just hang with me, this will only take a moment, okay? Just think about it for a second. If you look at your face every day when you get up and think you'll never be great, you'll never be great. Not because you're not, but the hate will always find a way to cut you up and murder your faith. Come and develop and take a look at the benefits. Nothing. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin ein bisschen komplett lost. Was ist denn das? Ich habe es gerade gelesen, 4 Jahre alt ist der Song. Leute, könnt ihr mir nicht sagen, dass irgendwie vor 4 Jahren nicht jeder gesagt hat, was ist denn das für ein Banger? Also egal, ob man jetzt irgendwie den mag oder nicht mag, ich finde, das war... Also mich macht das komplett fertig gerade. Only take a moment, okay? Just think about it for a second. If you look at your face every day when you get up and think you'll never be great, you'll never be great. Not because you're not, but the hate will always find a way to cut you up and murder your faith. Come and develop and take a look at the benefits. Nothing to meddle with, I can never be delicate. My even relevant, that depends how you measure it. Take a measurement to back it up and give me the evidence. Pretty evident, dependable can never be tentative. I'm a gentleman, depending on if I think you're genuine. Pretty elegant, but not afraid to tell you to get it. Your proper etiquette, I keep it to myself when I celebrate. It's that time again. Grab your balloons and invite your friends. Seatbelts back on, yeah, strap them in. Look at me, everybody, I'm smiling big. On a road right now that I can't predict. Und ich muss anhalten, Alter, ich krieg so Gänsehaut gerade. Mir ist gerade eiskalt. What the fuck? Oh, scheiße, ey. Ey, was ist, Leute, was ist gerade so an Emotionen an mir rausballert? Alter, holy shit. Der Part, wenn er hier anfängt und holt so aus und smasht den Ballon, die Balance weg und dann holt er richtig, was ist denn das? Delicate, my irrelevant, that depends how you measure it. Take a measurement to back it up and give me the evidence. Pretty evident, dependable can never be tentative. I'm a gentleman, depending on if I think you're genuine. Pretty elegant, but not afraid to tell you to get it. Grip proper etiquette, I keep it to myself when I celebrate, huh? It's that time again. Better grab your balloons and invite your friends. Seatbelts back on, yeah, strap them in. Look at me, everybody, I'm smiling big. On a road right now that I can't predict. Tell me tone that down, but I can't resist. Y'all know that sound, better raise your fist. The search begins, I'm back, so enjoy the trip, huh? Ey, yo, du sagst, es war ein Intro. Ich kann's total sehen. Yo, hey, warte mal. Erstmal Grüße gehen raus an den guten Duva. Du hast mich hier supported mit den ganzen Informationen, die Balance symbolisieren. By the way, die Struggles, die er mit sich rumträgt. Hm? Krass. Also ich kann es total sehen, warum das ein Intro ist, Leute. Aber jetzt mal ganz ehrlich, hands down, wenn ihr das hören würdet, würdet ihr doch auch sagen, was ist denn das? Wenn das ein Intro von einem Album ist, was ist denn das für ein Banger? Das ist mal wirklich ein Instant-Banger. Also ich weiß, wie gesagt, ich kann es verstehen, warum man vielleicht sagt so, man mag's nicht, whatever. Aber ich kann es komplett verstehen, wenn man irgendwie, ach, ich weiß nicht, mich hat es total abgeholt. Ich fand es mega geil. Ich könnte vielleicht auch sehen oder verstehen, dass man sich daran satt hört. Ja? Ich weiß jetzt nicht, wie die anderen Songs bei dem in die Richtung gehen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man sich das satt hört oder satt hören könnte und dass es vielleicht zu einseitig wird. Das wäre so vielleicht mein Bedenken. Ich weiß nicht, ob es so ist oder so, aber holy. Guck mal hier. Oh, geht's wieder zurück oder wie? Oh, scheiße. Irgendwie ist es auch mega traurig gerade. Also ich habe gerade eben gedacht, als er das so wieder so reingelegt hat und ihr habt mir so ein bisschen, geht's wieder zurück oder wie?
War das so ein Versuch, auf dem Song so auszubrechen, ne? So die Dämonen im Kopf und dann aber hier der Typ, der sagt so, by the way, welcome back again. Krass. Vielen, vielen Dank fürs Zeigen. Ich bin gerade mega geflasht.